Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stellaris. Ja, wie zu jedem Beginn einer neuen Staffel werden wir jetzt erstmal wieder grundsätzlich uns anschauen, was hier in den letzten Folgen passiert ist und wie die momentane Lage in der Galaxie ist, sowohl politisch als auch militärisch und auch wirtschaftlich. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Wichtigsten an, was zum Ende der letzten Staffel auch passiert ist. Und zwar haben wir es geschafft, die Sindhi sind nun ein Teil unserer Föderation. Ein unglaublich großer Erfolg und eine beachtliche Verschiebung des Kräftegleichgewichts in der kompletten Galaxie. Die Gua'uls und wir, die Menschen, waren ja schon ein starkes Bündnis. Nicht, dass wir das jemals irgendwie nutzen mussten, militärisch oder auch wirtschaftlich, aber jetzt kann uns wirklich keiner mehr was. Und ich glaube, die Breen werden es sich jetzt zweimal überlegen, ob sie uns angreifen. Ja, ihr seht's, die Sindhi, die mächtigste Partei in der Galaxie, die Gua'uld, die zweitmächtigste Partei in der Galaxie und wir, die Menschen, die drittmächtigste Partei in der Galaxie, sind nun zu einem großen Bündnis herangewachsen. Fantastisch, unglaublich. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, als das passiert ist. Wie sieht es ansonsten aus politisch in der Galaxie? Nun, ich werde jetzt mal den diplomatischen Kartenmodus hier benutzen. Der lässt da nämlich nochmal tief blicken. Also, ja, wie ich da schon sagte, Gua'uld und Sindhi hier lila oder rosa oder wie auch immer man die Farbe jetzt bezeichnen möchte, sind nun Teil unserer Föderation. Wir sind hier grün dargestellt. Und wir sehen hier, unser nördlicher Nachbar, die Breen-Konföderation, ist ja so ziemlich rot, denn sie haben ein großes Problem mit uns. Ich weiß immer noch nicht genau, warum. Ich denke mal, das liegt einfach nur daran, weil sie kriegerisch sind, weil sie Aggressoren sind und darum sind sie hier rot dargestellt. Ja, wie sieht es in Zahlen ausgedrückt aus, wenn wir uns die Breen mal genau angucken? Moment, wo sind sie? Hier oben. Minus 395, ein ja doch schon sehr beachtlicher Minuswert. Und hier sehen wir auch nochmal, sie sind autoritär, xenophob und militaristisch und sie sind versklavene Despoten. Ich glaube, das ist dann schon irgendwie selbsterklärend, warum die uns nicht leiden können. Denn wir sind so ziemlich das Gegenteil von ihnen. Okay, sie haben auch in der letzten Staffel auf einige Gebiete von uns, auf einige, mein Gott, jetzt fehlt mir gerade das Wort, auf einige Systeme von uns Ansprüche generiert, die sie möglicherweise irgendwann geltend machen wollen oder werden vielleicht sogar. Und sie haben hier auch direkt an die Grenze schon eine Flotte, die Four von Starfleet, stationiert mit einem doch recht passablen Wert von 1162 Angriffspunkten. Und ja, ich denke, wir sollten da schon die Augen offen halten, wie sich diese Flotte verhält. Aber ich muss sagen, die Befürchtung, dass dieser Krieg kommt, ist doch ja deutlich geschrumpft, weil wir brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel Angst davor zu haben. Wenn das der Fall ist, dann haben wir relativ schnell Verbündete an unserer Seite, die uns unterstützen. Wie sieht es ansonsten aus? Wir haben ja noch das Commonwealth of Man und den Ghast Swarm. Mit denen haben wir politisch gesehen nicht viel zu tun. Mit dem einen sogar noch weniger als mit dem anderen. Der Ghast Swarm, mit dem haben wir eigentlich überhaupt nichts am Hut. Die schicken hin und wieder mal eine Beleidigung raus, aber dann ist auch schon wieder alles vergessen. Das Commonwealth of Man ist da schon etwas schwieriger. Und zwar, wir erinnern uns nochmal ganz kurz zurück. Das Commonwealth of Man ist ein Reich, welches seine Gründung ja einige hundert Jahre zurückliegen, und zwar als auf der Erde noch Kriege herrschten unter Menschen, haben sich einige ja wagemutige ein Raumschiff geschnappt, sind ins All aufgebrochen und wollten dem Kriegertum und der Kriegstreiberei der Menschen entfliehen und haben hier ihr eigenes Reich gegründet. Und das hängt uns offensichtlich immer noch etwas nach, denn sie können uns auch nicht leiden. Und das, obwohl wir eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben. Ne? Minus 434, ein noch höherer Wert als bei den Breen. Ja, ich möchte da aber jetzt keinen Diplomaten hinschicken. Ich sehe einfach den Nutzen darin nicht. Wir lassen sie einfach machen. Ich meine, sie sind xenophob und fanatisch militärisch. Ich denke mal, das Ziel, was sie angestrebt haben, als sie die Erde verlassen haben, haben sie nicht erreicht. Ansonsten würden sie nicht diese zwei Perks haben. Sie sind quasi jetzt so wie die Menschen auf der Erde vor, weiß nicht, 200 Jahren waren. Gut,
Was gibt es ansonsten Interessantes? Mit dem Haus X verstehen wir auch uns ganz gut. Ich würde fast mal behaupten, dass das Haus X so der nächste Kandidat ist, um der Föderation beizutreten. Das allerdings drücke ich jetzt mal nur sehr, 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 sehr vorsichtig aus. Das Haus X, mit denen haben wir auch schon einige Verträge ausgehandelt gehabt. Ich muss nochmal gucken, was für Verträge haben wir jetzt gerade mit ihnen. Hier sind sie. Meinung plus 97. Ja. Muss noch deutlich besser werden, keine Frage. Aber wir haben immerhin ein Wirtschaftsabkommen und ein Forschungsabkommen mit ihnen. Beziehungsweise ein Wirtschaftspakt und ein Forschungsabkommen, wenn, dann möchte ich auch das richtige Wording benutzen. Ja, Flottenstärke ist erbärmlich, aber sie sind uns wirtschaftlich und technologisch ebenbürtig. Und deswegen würde ich das gar nicht mal so als abwegig betrachten, dass auch sie irgendwann der Föderation beitreten. Da werden wir vielleicht noch dran arbeiten. Verzeihung bitte. Das werden wir dann aber nochmal sehen. Okay, dann haben wir hier noch eine interessante Situation, die möchte ich auch nochmal ansprechen. Und zwar haben wir hier die Yes-Ina-Union und die Vot-Doktrin. Und die Yes-Ina-Union, mein Gott, jetzt komme ich aber ganz durcheinander hier mit den Namen. Die Yes-Ina-Union hat sich von der Vot-Doktrin als unabhängig erklärt. Sie waren mal Teil der Vot-Doktrin, doch sie wollten den Glauben, den die Vot-Doktrin verfolgt, nicht mehr nachgehen. Und sie hatten dann irgendwann die Nase voll und haben sich da dann einfach diplomatisch abgekapselt. Das kann man auch. Oh, Moment. Das kann man auch hier ganz gut nachverfolgen. Wenn wir uns die Vot nämlich mal genau angucken, dann sehen wir hier, dass das evangelistische Zeloten sind. Sie sind fanatisch, autoritär und spirituell, sehr spirituell. Und ich glaube, da kann man schon nachvollziehen, wie die mit anderen Spezies umgehen, die in ihrer Grenze leben, die auf ihrem Gebiet leben. Ich glaube, das könnte unter Umständen kein Zuckerschlecken sein. Und daher kann ich die Yes-Ina schon sehr gut verstehen, dass sie da keinen Bock mehr drauf haben. Bleibt abzuwarten, ob die Yes-Ina die einzigen bleiben, die das so, ja, ausüben, dieses Abkapseln von den Vot, oder ob da vielleicht noch andere Reiche irgendwann mal entstehen, die Vot-Doktrin vielleicht sogar irgendwann komplett kollabiert. Mal schauen. Das ist natürlich Zukunftsmusik und das ist jetzt einfach nur Rätselraten, was hier passieren könnte. Aber das wäre auf jeden Fall eine der möglichen Wege, die hier, ja, bestritten werden könnten durch verschiedenste Spezies. Ansonsten haben wir nicht ganz so viel zu tun mit den anderen Reichen bisher, muss man so sagen. Wir haben Annäherungsversuche an die Gnolem Leech gestartet. Hier oben auch nördlich von uns. Na, jetzt komme ich hier aus dem. Jetzt komme ich wieder raus. Ach so. Ah, verstehe. Wir haben Annäherungsversuche an die Gnolem Leech getätigt. Und ich glaube, sie laufen auch noch. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir dort auch einen Gesandten. Ja, genau. Wir verbessern unsere Beziehung momentan mit einem Stand von minus 158. Dauert das natürlich eine Zeit. War damals eine Kurzschlussreaktion, als die Breen die Ansprüche, ja, kundgetan haben, dass sie die jetzt haben. Und dann wollten wir uns einen weiteren Verbündeten suchen. Da waren die Sindhi auch noch nicht in der Föderation. Aber ich denke, wir werden das erstmal noch lassen. Ich meine, weil die Gnolem Leech und die Breen, die verstehen sich im Endeffekt nämlich auch nicht so gut. Und naja, da hätten wir die Breen dann irgendwann in der Hand. Und ich denke, das kann ja nur zum Vorteil gereichen. Okay. Das war's politisch gesehen. Kommen wir mal zum wirtschaftlichen Aspekt. Ich denke noch mal kurz drüber nach, ob ich noch irgendwas vergessen habe, irgendwas Wichtiges. Genau, eine Sache gibt es tatsächlich noch. Und zwar haben wir jetzt ja durch die Gründung der Föderation eine sogenannte Kohäsion. Und die ist momentan bei minus 0,05, weil sowohl die Gua'uld als auch die Sindhi keine Gesandten zur Föderation schicken. Die Beweggründe kennen wir natürlich nicht. Hat aber zur Folge, dass unsere Kohäsion momentan auf einem Wert von insgesamt minus 8,91 ist. Und das ist, gelinde ausgedrückt, sehr, sehr schlecht. Da müssen wir definitiv was tun, weil wir haben momentan immer noch ein monatliches Negativ von minus 0,05. Das ist nicht viel. Dennoch sollten wir das so schnell wie möglich bereinigen. Wenn die anderen Reiche da keine Gesandten reinschicken, werden wir da noch einen reinschicken, denn uns ist die Föderation viel zu wichtig, anstatt dass wir das irgendwie, ja, außer Acht lassen. Wo wir diesen Gesandten hernehmen, habe ich mir noch nicht überlegt.
den der bei der Gnolim Leech abzuziehen, wäre eine Möglichkeit. Ob wir das jetzt, ja, ob wir das jetzt tatsächlich da oben machen, weiß ich aber noch nicht. Schauen wir mal kurz, wo haben wir denn noch Gesandte? Bei den Sindhi selbst, den brauchen wir zum Beispiel auch gar nicht mehr. Und, naja, das waren ja dann schon 5. Nee, Moment. Ach genau, doch. Wir haben einen beim Galaktischen Rat, 2 bei der Föderation und 2 sind hier noch unterwegs. Wisst ihr was? Dann nehmen wir den von den Sindhi und stecken den direkt hier rein. Wenn das denn noch geht. Ja, wunderbar, das funktioniert. Jetzt haben wir wieder eine Kohäsion von plus 0,95. Fast 1 im Monat, Wahnsinn. Und dann hoffen wir mal, dass das jetzt bald mal gut ausgeht hier. Okay, gut, das war es jetzt aber wirklich mit dem Politischen. Kommen wir jetzt zum Wirtschaftlichen. Im Großen und Ganzen brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, denn hier die Zahlen sprechen für sich. Wir haben in fast allem ein ziemlich gutes Einkommen. Energiecredits plus 67, Mineralien plus 32, Nahrung plus 17. Das überspringe ich mit Absicht erstmal. Legierungen plus 16 bin ich auch noch mit zufrieden. Und Einfluss plus 5 ist eigentlich auch okay. Da brauchen wir überall nichts machen. Und Forschungspunkte generieren wir mittlerweile auch ganz passabel. Also eigentlich ist das alles im grünen Bereich. Ja, kommen wir zu dem, was ich eben übersprungen habe, zu den Konsumgütern. Das ist natürlich jetzt ein Problem, was wir so langsam mal angehen müssen. Wir haben nämlich nur noch 6.700 in unseren Lagern. Das ist nicht mehr viel, Leute. Wir müssen da unbedingt nacharbeiten. Wir werden jetzt jedes Mal, wenn ein Bauplatz auf irgendeinem Planeten frei ist, beziehungsweise das dazugehörige Personal natürlich auch verfügbar ist, werden wir eine Legierungsfabrik bauen, beziehungsweise das sind ja nicht mehr die Fabriken, sondern jetzt die Distrikte hier. Und dann werden wir diese Industriedistrikte bauen. So lange, bis da ein vernünftiges Plus bei rauskommt. Ich denke, das werden so 2, 3 sein. Und dann ist das wieder alles okay. Gut, was gibt es sonst Wirtschaftliches zu sagen? Wir haben relativ viele Handelsabkommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, mit den Bolian haben wir noch eins. Mit dem Benzit-Kollektiv haben wir eins. Mit den Valen Engines haben wir eins. Und mit den Sindhi haben wir auch noch eins. Wobei man sagen muss, wenn diese Handelsabkommen mit den Sindhi ablaufen, dann haben wir schon wieder ein ganz schön großes Plus überall, also noch ein größeres als ohnehin schon, denn wir haben, um sie in die Föderation reinzubekommen, sehr, sehr viele Waren einfach verhökert, damit wir Gefallen von ihnen bekommen, die wir dann für den Beitritt zur Föderation nutzen konnten. Das war vielleicht kein perfekter Weg, um sie in die Föderation reinzubekommen, aber es war der einzigste, den ich gesehen habe. Okay, so viel dazu. Also Handel, den wir momentan treiben, ist meistens eher gegen uns als für uns. Gut, das war es auch schon wirtschaftlich gesehen. Dann kommen wir jetzt mal zur Routine. Ja. Und zuerst schauen wir mal, wo unsere einzelnen Schiffe und Flotten sind. Okay, wir haben zum ersten die erste Expeditionsflotte, die ist auf dem Weg nach Hause. Die war eigentlich hier für eine Militärintervention in Yes-Ina stationiert. Die haben wir jetzt zurückgezogen, als die Bremen langsam schon wieder ja, rumort haben und mit den Säbeln gerasselt haben. Daher haben wir dann irgendwann gesagt, die ziehen wir jetzt wieder zurück und hier sind sie momentan im Gebiet der Haus X. Sie brauchen noch 1457 Tage, bis sie ankommen. Okay. Dann haben wir hier... Na? Genau, doch. Dann haben wir hier 4 Forschungsschiffe. Die sind alle hier in diesem Bereich. Und zwar fangen wir hier unten an. Wir haben einmal die USS Water Relay unter Abed al-Dimashqi. Der fliegt momentan in das Uralion-System, um hier weiter zu erkunden. Das gleiche machen momentan die USS Noble, die USS Armstrong unter Stephanie Schubert, der Kommandant der USS Noble ist Kai Kong, die machen hier dasselbe in diesem Gebiet. Dann haben wir aber noch ein weiteres Forschungsschiff und zwar die USS Darwin. Die ist momentan auf dem Weg zur Erde und zwar begründet durch Heimaturlaub. Ja, was ist hier passiert? Die USS Darwin hatte einen Forschungsauftrag und zwar hier oben in diesem Bereich und dann sollten sie noch weiterfliegen hier in dieses Gebiet der Galaxie.
Nun war es dann irgendwann so, dass hier ausgelöst durch feindliche Lebensformen, geschlossene Grenzen, kein We und geschlossene Grenzen, kein Weg mehr vorhanden war, entweder hier hinzukommen oder den Heimtransit anzutreten. Es ging beides nicht. Und daher waren sie für eine unglaublich lange Zeit, Jahrzehnte, hier in diesem Gebiet, in diesen Sektoren hier eingeschlossen. Und ja, irgendwann hat sich dann nach, wie gesagt, Jahrzehnten die Möglichkeit wieder ergeben, nach Hause zu fliegen. Und hier sind sie jetzt. Und die Besatzung ist sehr, 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 sehr alt. Manche werden fast 80, 90 Jahre alt sein. Und jetzt werden sie hier mit dem doch, im Gegensatz zur Besatzung, doch recht jungen 49-jährigen Karim Akkad wieder zurück zur Erde geführt. Okay, kommen wir zur nächsten Flotte. Und zwar zur zweiten Raumflotte. Beziehungsweise zur zweiten und zur dritten Raumflotte. Die Second Fleet, die lassen wir mal weg hier. Denn die wird bald integriert in eine andere Flotte. Hier geht es einzig und allein erstmal um Grenzschutz. Die zweite Raumflotte war eigentlich dafür da, unsere Handelsrouten hier zu schützen. Vom Sol-System bis hin nach, wo war es? Gedexus oder? Ne, Atvatir. Bis nach Atvatir. Nun, aber da die Breen ja mit den Säbeln gerasselt haben, haben wir diese Mission erstmal beendet und haben sie auch hier stationiert. Sobald die erste Expeditionsflotte wieder da ist und wieder umorganisiert wurde zur ersten Flotte, ersten Raumflotte, wird hier dieser Auftrag der zweiten Raumflotte wieder angehen und sie werden dann wieder Sicherheit vor Piraten durchführen. Schauen wir mal, wie sieht es da momentan überhaupt aus mit den Handelswegen? Ja, die Piraterie steigt natürlich. Dadurch, dass die Flotte nicht da ist, nutzen sie das sofort aus. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Ich denke, wir werden trotzdem irgendwann zwischendurch die Flotte mal wieder hinschicken. Aber erstmal definitiv nicht. Gut, das war schon zu den Flotten. Kommen wir somit zu unseren Kolonien. Zuerst haben wir Atvatir Prime. So. Wie sieht es hier aus? Wir haben 19 Pops, wir haben Dienstleistungen verfügbar, Wohnungen sind ja zu 100% belegt. Wir haben aber momentan keine verfügbaren Jobs und auch keine Arbeitslosen. Also ist hier erstmal alles gut. Der nächste Pop kommt aber schon bald. Ja, ungefähr in 5, 6 Monaten. Tendenziell würde ich sagen, könnten wir ja schon fast einen Industriedistrikt in Auftrag geben, oder? Ja, machen wir auch schon mal. Den geben wir hier schon mal in Auftrag. Okay, kommen wir zum nächsten. Sirius Prime. Was haben wir hier? Wohnungen und Dienstleistungen sind verfügbar. 23 Pops, keine Arbeitslosen. Der nächste Pop kommt in. Ja, das dauert noch ein bisschen. So viel wollte ich jetzt gerade nicht rechnen, entschuldigt. Aber hier brauchen wir erstmal nichts machen. Hier ist alles picobello. Dann haben wir Codria Prime. Ja, grundsätzlich, die Kolonie wurde gerade erst errichtet. Oder was heißt gerade erst? Vor einigen Jahren. Vielleicht vor einem Jahrzehnt. Und daher ist hier natürlich noch nicht viel los. 10 Pops, Dienstleistungen und Wohnungen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Arbeitslose haben wir auch nicht. Der nächste Pop ist gerade erst erschienen. Und mit 10 Pops können wir jetzt aber unsere Schiffsunterkunft zu einem planetaren Außenposten aufbauen. Und das werden wir auch tun. Ansonsten gibt es hier aber nichts zu tun. Okay. Cydia Prime. Das ist nun unsere neueste Kolonie. Eine aride Welt mit 4 Pops momentan. Dienstleistungen und Wohnungen sind verfügbar. Der nächste Pop, ja, der braucht natürlich noch eine ganze Zeit, bis er auftaucht. Und auch hier brauchen wir dann erstmal nichts machen. Das hat alles noch Zeit. Gut, Leute, kommen wir zur Erde. Unser reichster Planet natürlich, auch weil unser Ursprungsplanet.
46 Pops, 14 Wohnungen, 14 Dienstleistungen, keine Arbeitslosen, alles wunderbar. Der nächste Pop kommt in, ja, ich würde mal sagen, so 9 bis 10 Monaten. Aber hier können wir auch schon keinen Industriedistrikt mehr bauen. Daher gibt es hier auch erstmal nichts zu tun. Gut, kommen wir zu unserer Forschungswelt, Leute. Alpha Centauri. Hier ist ein arbeitsloser Spezialist. Ja, den sollten wir definitiv mal beschäftigen. Schauen wir nochmal, was waren Spezialisten alles? Handwerker, Metallurgen, Kulturarbeiter, Forscher, Polizisten. Wir haben aber noch zwei freie Jobs, die aber nicht für Spezialisten bestimmt sind. Wo sind denn hier die freien Jobs? Ah, hier, Landwirte. Wir brauchen noch zwei Landwirte. Ja gut, aber nichtsdestotrotz müssen wir ihn hier auch beschäftigen. Dann bauen wir hier einen Industriedistrikt, Leute. Passt zwar nicht ganz zu Alpha Centauri, was wir mit dem Planeten vorhatten, aber Schaden tut es ja nun auch nicht. Okay, wunderbar. Damit hätten wir das auch. Und damit sind wir mit dem Rückblick durch. Und wir können das Spiel jetzt eigentlich wieder starten. Ich glaube, wir sind jetzt wieder auf Stand. Wenn ich denn nichts vergessen habe. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Okay, dann das Spiel beginnt wieder. Schnelle Spielgeschwindigkeit. Und dann schauen wir mal. Oh, wir haben ein Raumschiff vergessen. Die USS Kepler. Was macht die denn hier oben? Ach so. Genau, sie muss ja jetzt auch nochmal einen Wahnsinnsumweg hinlegen, damit sie hier oben in diese Systeme kann. Richtig, da war ja schon wieder was. Ja, weil hier kein Weg verfügbar ist, ihr seht's. Und hier sind die Wege schon wieder gesperrt, deswegen hat die USS Kepler hier so einen unglaublichen Umweg. Ja, na gut. Was ist hier? Handelsabkommen ausgelaufen mit dem Bensit-Kollektiv. Wir gaben ihnen 8 Mineralien, 3 Nahrung und erhielten dafür 3 Legierungen. Okay. Ja, ein neuer Handel wird erstmal nicht stattfinden. Und die Plejadan haben ihre Grenzen geschlossen. Warum denn das? Research concluded. Na gut, nehmen wir jetzt erstmal so hin. Dann was haben wir hier? Eine Etikettänderung der Gnolem-Leech. Nach einer andauernden Phase wachsenden Zuspruchs für die Alien Protection Network hat Gnolem-Leech die Fraktion schließlich akzeptiert und ihre Kernprinzipien und Richtlinien angenommen. Als Folge der Integration dieser Fraktion in ihre Regierung sind sie noch außenhin xenophiler geworden. Okay. Xenophil ist ja erstmal ganz gut. Schauen wir uns die Gnolem-Leech dahingehend nochmal an. Ja, ich würde sagen, die Menschen können in diesem Falle deutlich mehr mit den Gnolem anfangen, denn auch wir sind materialistisch und xenophil. Das Autoritäre passt zwar nicht, aber dennoch, ja. Okay, schon gut zu wissen. Dann haben wir eine Technologie erforscht, und zwar das Klonen. Unsere Wachstumsgeschwindigkeit unserer Bewohner hat jetzt um 10% zugenommen. Sehr schön. Schauen wir direkt mal, was wir als nächstes erforschen können. Okay. Wir könnten zum Beispiel eine Flottenakademie bauen bald und ein Logistikbüro. Starterfahrung für Schiffe plus 100, weil die Kommandanten da vermutlich vernünftig ausgebildet wurden. Oder Genmanipulation, was bringt das? Ermöglicht uns die aktive Modifikation der genetischen Eigenschaften einer Spezies in unserem Reich. Okay. Terraforming-Gase.
Durch den Einsatz exotischer Gase für den Terraforming-Prozess können wir weitaus schneller Fortschritte erzielen. Oder genmanipulierte Feldfrüchte, Nahrung von Landwirten plus 20%, Nahrung aus Sternbasenkonstruktion plus 20% und neuer Erlass Nahrungsüberschuss. Naja, sagen wir mal so, Nahrung ist zumindest eine der Ressourcen, von der wir weniger einnehmen, etwas weniger. Das andere finde ich im ersten Moment gar nicht mal so interessant. Ich glaube, das machen wir mal. Okay. Was haben wir hier? Einladung zu einem Forschungsabkommen zwischen den Xindi und den Gua'uld. Ja, sehr schön. Auch sie nähern sich an. Schön zu sehen. Die Xindi und die Bolian haben ihr Migrationsabkommen gebrochen. Okay. Warum auch immer, geht uns erstmal nichts an. System Survey concluded. Und hier wurde ein System erforscht, die USS Noble hat dies vollbracht. Dann werden wir sie ins nächste System schicken. Und das wäre dann hier, wie heißt es? Dojak. Alles klar. Genau, hier war ja auch noch ein Ziel von uns, und zwar die USS Mississippi ist ja hier schon im Epsilon-Indy-System stationiert, weil ich meine, Leute, schaut euch das mal an, was hier für Vorräte sind. Können wir mittlerweile die Sternbasis bauen? Nein, es fehlen uns immer noch 68 Einfluss. Ja, das kommt aber auch bald. Und die USS Jordan, ein weiteres Konstruktionsschiff, ist momentan auf dem Weg ins Erfrippe-System, um dort die exotischen Gase abbauen zu können. Also wir haben, bevor wir das System annektiert hatten, hatten wir ja noch gar nicht die Forschung, um die exotischen Gase abzubauen. Das ist jetzt möglich. Und ja, die USS Jordan ist auf dem Weg, um das dahingehende Gebäude zu bauen. Was ist hier? Bolian und Plyadan haben Frieden geschlossen. Okay. Moment, um welches System ging es da? Hub. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay. Naja, was auch immer da passiert ist, das geht uns fast nichts an. Sollen Sie mal machen? So, was haben wir hier? Momentan wird hier noch am Beschluss gefeilt, Galaktischen Rat gründen. Ah, es sind sehr viele dagegen, ne? Wir könnten die Yessinar. Könnten wir sie dazu überreden? Moment, wir haben doch auch. Bei wem haben wir jetzt noch einen Gefallen offen? Bei den Gua'uld und bei den Yessinar. Bei den Yessinar sogar drei Gefallen. Damit lässt sich doch bestimmt was regeln. Wir sind nicht in der Lage, Gefallen einzufordern. Wir können nur dann einen Gefallen einfordern, wenn wir den Beschluss unterstützen. Naja, aber es wird doch gerade über den Galaktischen Rat abgestimmt. Können wir da nicht noch mal? Oh, nee, das wollte ich jetzt nicht. Verdammt.
Oh, da müssen wir jetzt drauf achten. 100 Tage, bis wir das wieder ändern können. Wir müssen, also wir wollen auf jeden Fall zustimmen. So ist das nicht. Und unsere Stimme ist gerade maßgeblich. Ein falscher Klick, ne? Und alles ist Mist. Was da passiert? Die Sindhi und die Wodok-Trien haben ihr Migrationsabkommen gebrochen. Oh, okay. Aber auch eher unwichtig für uns. System Survey concluded. So, jetzt haben wir hier wieder die Oberhand. Ich würde aber trotzdem, um sicher zu gehen, gerne jemanden überreden, mit rüber zu wechseln. Geht das jetzt echt nicht mehr? Oder geht das vielleicht nur bei Enthaltenden? Nee, glaube ich nicht. Naja, andererseits, wir haben momentan punktetechnisch die Nase vorn. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Wir haben hier ein weiteres System erkundet. Also darum beachten wir das jetzt erstmal nicht weiter. Ja, Leute, wir sind mit über 1600 Punkten vorne. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Okay. Wir haben dieses System erkundet. Hier gibt es ein paar Energie-Credits. Nichts allzu Wildes. Dann fliegen wir jetzt mal weiter und werden hier, wie heißt das? Dwumga erforschen. Sablisur. Und die Free Jaffa Nation hat schon wieder ihre Grenzen geschlossen. Gott sei Dank ist die USS Kepler jetzt schon raus aus deren Gebiet, sodass sie nicht wieder zurückteleportiert wird hier, irgendwo hierhin oder in unser Sollsystem. Oh Mann, die werden sich auch nicht einig, was sie wollen, wirklich. Knowledge is the key to the universe. Und wir haben eine weitere Forschung. Oh Leute, die Ionentriebwerke wurden erforscht. Sehr, sehr schön. Damit können wir unsere gesamten Flotten alles nochmal aufrüsten. Wunder, wunderbar. Das allerdings werden wir dann in der nächsten Folge machen, genauso wie wir dann eine neue Forschung wählen werden. Ja, wie schon gesagt, diese Folge war ganz im Sinne des Rückblicks, was bisher so geschehen ist, beziehungsweise wie die aktuelle Lage ist. Und dann in der nächsten Folge geht es dann wieder richtig los. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin bleibt gesund, euer Sammy. Ciao!